schon überlegt, da haben wir jetzt so große Stadien. Ich habe jetzt so ein liebes Erlebnis gerade draußen, weil mich so dazu gesteckt hat. Ich bin ja kein Mitschüler. Ich möchte vorweg eine Bitte aussprechen, ich bin der Vinzenz, ob wir heute so per Du durchs Haus könnten. Danke. Ich tue mir beim Rennen schon ein bisschen leid. Ja, ich sage mir herzlich Danke, Familie Thomas, mit denen ich sehr liebe, dass wir uns da treffen. Klassentreffen heißt für mich schon einmal in die Schule einbeziehen. Als alter, langgedingter Lehrer der Person. Und ich habe das ein bisschen als Hobby, dieses sich treffen. Und ich freue mich immer wieder, wenn da Leute daherkommen und einfach dann das austauschen und schauen, was im Leben passiert ist. Und natürlich auch, wie hat sich das jetzt bei der Schule verändert? Und ich hoffe, ich kann da heute ein bisschen was zeigen, so weit das Interesse ist. Wir haben ganz kurz vor, dass wir Anwesenheitskontrolle machen. Ich muss ein bisschen schauen, wer damals vor den paar Monaten und wie schaut der jetzt aus. Dann werden wir ein paar Fotos zeigen von der Schulzeit. Ich möchte dann wieder so ein kleines Video überleiten, was hat sich da für die Schule her baulich getan. Ich habe da so ein Video mit Fotos, wie da halt umgebaut worden ist, damit sich keiner schreckt, wenn wir dann in die Klasse gehen. Das wäre so das Abrunden hinterher, dass wir in die Klasse gehen und die Unterrichtsstunden jetzt nachsitzen oder was ich das dann auch kurz zu meiner Person, ich rede jetzt ein Trofeiach in dem Sinn, ich bin seit 1979 in Trofeiach, seit 1984 da Lehrer. Und jetzt das sechste Jahr auch in der Schulleitung. In der Schule. Die Schule hat sich nicht nur namentlich verändert, sondern auch inhaltlich, denke ich, schon sehr gewaltig. Aber für mich ist das ein bisschen eine Heimat zu erinnern. Ich bin wirklich stolz, wenn ich das, was wir jetzt da haben, zeigen darf. Und wir werden dann so ein bisschen reden, früher, heute. Zum Unterschied jetzt, wie ihr aufgehört habt, da, habe ich angefangen in St. Theatergebäude in der Volksschule. So sind wir also. Wir haben Unterschied, das Volksschüler. Das ist Volksschüler. Und mein Pech oder Glück war, muss ich ehrlich sagen, ich bin immer der Glück drin. Die Schulhof ist nicht giftig, sonst geht ich da alles schon umfallen. Wir können ruhig ein bisschen bleiben. Gut. Die Schule hat sich entwickelt zu einem Schwerpunkt. Der Schwerpunkt unserer Schule ist zu entschuldigen, jetzt geht das mit, ist die Computertechnik. So, deswegen schauen wir uns jetzt auch ein bisschen die Sache an, wo so die einzelnen Schüler herkommen. Er heißt jetzt Kuba und der hat leider heute krank geworden. Der hat ein bisschen eine Bauchgeschichte gekriegt, kann nicht kommen. Liebe Grüße, übrigens von allen, die sich entschuldigt haben. Die Steffi ist leider verstorben. Die Hermine hat sich ja auch nicht gemeldet, die Lektorin von Feier. Diese Dame, die Klassenschwester Oma, kann nicht kommen. Hat keinen Grund angegeben. Die Lisbeth? Die Elisabeth. Die ist die fleißige, ihre ehemaligen Schüler. Ja. Genau. Ich kann das auch. Lago. Die Walter. Ja. Okay, die Trixi. Unterwegs von mir. Du musst ja unten weiter, oder? Ja, eben.
könnte es auch so ein Kreis oder ein Geld geben, so einen Film anschauen, ohne Werbung geht auch nichts, aber dann geht es gleich los. Das ist für den Unterricht eine gewisse Bewegung, es wird jetzt in Beruf, sondern auch in Mathematik, in GZ, da steht eine Geometrie, bestimmte Bewegungsart oder ähnliches. Gut, was ist spannend? Ein weiterer Konkurrent. Wer wird hier der Sieger sein? Das helle oder das dunkle Männchen? Das Weibchen verlangt den Kampf nicht. Der Sieger wird sich mit dem Weibchen paaren. Der Kampf der Männchen ist ein Kampf nach angeborenen Regeln. Thank you.
Glaserl Sekt und wir zwei trinken das jetzt miteinander. Danke, Frau von den Herzen.